Mit dir, da meldet sich das Elektrohaus-Fuzzi mal wieder. Ja, nur mal so ganz klein und zwischendurch. Wir haben heute hier ein Fahrzeug fertig gemacht für einen Kunden. Ja, wie man sehen kann, einen Turbo R. Ja, wir können mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Erstmal hat er andere Räder bekommen, wie man sehen kann. Mit anderen Reifen. Wir machen hier den Coyote drauf von ITP. Das ist eigentlich so ziemlich der geilste Reifen, den es gibt. Der Kunde hat, wie man unschwer sehen kann, einen Racing-Käfig bekommen. Mit bisschen Werbung von uns, ist ja klar. Kriegt natürlich demzufolge auch ein anderes Dach. Ist natürlich jetzt alles viel stabiler, falls es wirklich mal schief geht. Und sieht natürlich gigantisch aus. Ja. Hier von vorne mal gucken, die Optik. Die ist natürlich sehr, sehr böse, ja. Also böser geht nicht. Ja, er hat noch bekommen einen Frontbumper mit Winde, mit Synthetikseil. Er hat bekommen Kotflügelverbreiterungen. Das ist original Polaris, sind auch sehr gut. Spiegel hat er bekommen, die wir eigentlich immer verbauen. Hinten auch Verbreiterungen, klar. Dann hat er Rockslider. Ja, dann haben wir hinten den original Polaris Gepäckträger mit Reserveradhalterung. Macht sich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir einen Heckbumper, den wir selber bauen oder beziehungsweise umbauen. Den gibt es original so nicht. Dann selbstverständlich Trinity Stage 5 Abgasanlage auch eingetragen. Und natürlich mit Leistungssteigerung. Ja, je nachdem, was der Kunde dann möchte. So sieht übrigens unser LOF-Umbau aus. Blinklichter, sehr klein und dezent. Blinklichter und Nebelschlussleuchte. Und natürlich Anhängerkupplung. Natürlich mit Dose, je nachdem, was der Kunde will. In diesem Falle 7-polig. Ja, also kann man jetzt auch abmachen, das Ding. Aber falls man doch wirklich mal ein Hängerchen anhängen will, wäre das alles da. Also, im Großen und Ganzen sieht das Fahrzeug sehr gut aus. Wir haben jetzt auch noch einen Dekorbogen verbaut. Weil der Kunde wollte das nicht so wie alle, so langweilig. Also haben wir einen Dekorbogen gemacht. Natürlich auch im Racing-Stil und mit Selectcars-Werbung, das versteht sich. Weil wo in Deutschland soll es denn bitte schön noch so ein Fahrzeug geben, wenn nicht bei uns? Ja, ansonsten kann ich nur sagen, top Fahrzeug. Ich hoffe, der Kunde ist zufrieden. Der kommt gleich her und holt es heute noch ab. Muss dann auch noch ein paar Meter fahren auf Straße. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Also schon mal nicht so schön. Aber gut, der Kunde muss noch ein paar Meter fahren. Will er auch heute gleich per Achse. Also nächste Woche zum Service wieder hier. Ja, ich bin gespannt. Also, liebe Community, ich hoffe, euch gefällt das. Wenn euch das gefällt und ihr mehr sehen wollt, dann bitte schreiben, kommentieren. Ja, ansonsten bitte liken, Glocke drücken und Kanal abonnieren. Damit helft ihr uns ungemein. Alles klar, bis bald. Und ist glücklich und fährt vom Hof. 's muss für heute reichen. Voll geile Schüssel, Alter! Voll geil!